Sonnenflora ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Sonnenkern. Sonnenflora ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und sonnenblumenähnliches Pokémon, das gelb und grün auftritt. Es besitzt einen schlanken Körper und einen runden Kopf, der ist komplett mit einem Kranz kleiner Blütenblätter umrahmt. Der Kopf ist gelb und der Körper grün gefärbt. In seinem Gesicht verlaufen zwei parallele liegende, schwarze, dünne Streifen. Die Augen sind stets geschlossen und der Mund zu einem Lächeln geformt. Der Kopf des Pokémon ist durch einen langen, dünnen Hals mit dem Körper verbunden und dieser hat die Form eines Tropfens. An den Seiten wachsen die beiden Arme, die Blätter ähneln. Und schließlich befinden sich unten die beiden schmalen Füße, die ihrerseits über zwei abgerundete Zehen verfügen. In seiner Shiny-Form hat Sonnenflora einen herbstgrünen Unterkörper und die kleinen Blütenblätter bekommen ein helles Gelb. Sonnenflora ist ein sehr langsames Pokémon, kann jedoch, wenn es mit speziellen Attacken angegriffen wird, einiges überdauern und ist auch selbstfähig, durch spezielle Angriffe großen Schaden anzurichten. Es beherrscht hauptsächlich Attacken des Typs Pflanze, wobei alle Schadensklassen gleichermaßen vertreten sind. Gegner greift es mit seinen Blättern an, indem es Rasierblatt oder Blättersturm einsetzt oder nutzt die Kraft des Sonnenlichts, um Solarstrahl einzusetzen. Ist es geschwächt, so regeneriert es sich durch den Einsatz von Synthese. Das Pokémon ist sehr naturverbunden und dazu fähig, das Licht der Sonne zu nutzen, um Energie zu sammeln. Das macht sich auch in seinen Fähigkeiten bemerkbar, welche mit Sonnenlicht zusammenhängen. So verwendet Sonnenflora das sonnige Wetter, um mittels Chlorophyll seine Initiative zu verdoppeln. Oder mit Solarkraft seine speziellen Kräfte zu erhöhen. Seltene Sonnenflora besitzen die versteckte Fähigkeit Frühwecker, welche ihnen erlaubt, ihren Schlaf um die Hälfte der Zeit zu verkürzen, so früh aufzuwachen und schneller zu weiteren Attacken bereit zu sein. Sonnenflora ist hauptsächlich an naturbelassenen Orten wie dem Sonnenwäldchen aufzufinden. Hier behält es sich meist an warmen, sonnenbelichteten Orten auf, wandert stets dem Sonnenlicht hinterher und richtet sich nach diesem aus. Das ist dadurch begründet, dass das warme Sonnenlicht die Energiequelle des Pokémon ist. So nimmt es Solarenergie in seinen Körper auf und wandelt diese in Nährstoffe um. Ist der Himmel dunkel, so ist Sonnenflora kraftlos, deswegen es nachts die Blüten schließt und still und bewegungslos verweilt. Tagsüber sieht man das Pokémon oft hektisch umherrennen und im Frühling sind seine Blätter besonders aktiv und lebhaft. Dabei ist Sonnenflora der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Sonnenkern. Die Entwicklung symbolisiert das Aufblühen eines Keimlings zu einer Blume. Die gelbgrüne Färbung Sonnenfloras ist bereits vor der Entwicklung gegeben, der Körperbau jedoch verändert sich vollständig. Bevor es sich entwickelt, basiert diese ausschließlich auf der Form eines Kerns, welcher an einen Blumensamen erinnert, und einer kleinen Sprosse darauf. Durch die Entwicklung bildet sich die Sprosse weiter aus zu einer großen gelben Blume, während der Kern sich grün färbt und Extremitäten in Form zwei dünner Beine und zwei blattförmigen Händen bildet. Dabei nimmt das Pokémon auch noch enorm an Gewicht zu. In den Spielen der Hauptreihe wird dabei die Entwicklung durch die Gabe eines Sonnensteins ausgelöst. Mit seinem Typ nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug- und Käferattacken, und der Rest macht normalen Schaden.